Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Allerdings ist es heute eine sehr traurige Episode, denn es ist etwas Furchtbares passiert in meinem Special Fred Account. Der Account, der eigentlich nur dazu da war, irgendwann mal die Special Truppen zu sammeln, also Rambok und Kürbis Barbar und Riesenskelett und so weiter und so fort, haben sie ja irgendwann mal abgeschafft, dass man die sammeln kann, also geht das mittlerweile nicht mehr. Und ich hatte diesen Account eigentlich nur noch für die Geschenke. Hier lagen Geschenke rum, hier zwischen, überall, lagen Geschenke rum und es hat mich gewundert, dass sie so lange überlebt haben, denn jetzt ist das passiert, was passieren musste, nämlich ich bin aus Versehen auf die Geschenke draufgekommen und jetzt sind sie alle weg. Es ist so ärgerlich. Das ist so eine Sache, ich weiß nicht, kann Supercell das sich irgendwie mal umändern, dass man irgendwie sagt, wir machen die Geschenke zumindest nicht so, dass sie direkt weggehen, wenn man aus Versehen mal draufkommt. Weil ja bei allen anderen Sachen es so ist, dass du ja draufkommen kannst, zumindest einmal, und dann wirst du gefragt, möchtest du es entfernen oder möchtest du es nicht entfernen? Und dann kannst du sagen, ja, ich möchte entfernen, und bei den Geschenken, du kommst halt einmal drauf und es ist vorbei. Also die sind weg. Die sind für immer weg, du kriegst sie nie wieder. Traurig. Traurig, aber wahr. Sie sind einfach für immer weg. Wollte ich nur mal ganz kurz eben zeigen. Ja, das ist echt schade. Hier ist noch meine Karre. Die ist auch noch nicht, die ist noch da. Die bleibt natürlich auch da, ist eine Million drin. Ich würde sagen, wir können sie ja ruhig mal einsammeln. Füllt sich ja sowieso irgendwann mal wieder auf. 100.000. Perfekt. Jetzt haben wir noch eine Million. Klamburg, machen wir mal eben noch hoch. Ich will diesen Account aber nicht rushen. Ich will diesen Account eigentlich gar nicht benutzen. Großartig. Er war halt nur dafür da, dass die Geschenke da rumliegen, die jetzt alle weg sind. Deswegen müssen wir mal überlegen, was wir mit diesem Account noch so großartig anstellen. Allerdings soll das jetzt auch gar nicht so das ganze Thema dieser Sendung sein, beziehungsweise dieser Episode sein. Wir haben nämlich noch einiges zu tun. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir wechseln mal eben den Account. Bis gleich. Wir sind nicht unschwer zu erkennen in meinem WTF-Account, wo ja aktuell immer noch Rathaus 13 in Auftrag ist, was noch ein bisschen dauert. Und wir müssen zusehen, dass wir jetzt hier noch so ein paar Punkte sammeln. Weil wir schon 1160 haben. Es sind noch ein paar, die noch offen sind, ein paar Sachen. Moment. Genau. Wenn die Tastatur hinter dem Mikrofon ist und man nicht genau dahin schreiben kann, beziehungsweise nicht die Tasten genau trifft. Ja, wir müssen noch ein paar Sachen machen, wir müssen noch spenden, wir müssen noch angreifen, müssen noch den Bonus einholen, den Sternenbonus noch einholen. Also im Endeffekt noch genug zu tun hier, damit wir da auf diese, ich weiß gar nicht, wie viel es war. Aber ich weiß, dass ich jetzt hier das mal eben auf jeden Fall mitnehmen werde. Weil er sehr viel Loot hat, auf jeden Fall. Und wir kriegen noch irgendwas mitgenommen. Er hat ziemlich viel in den Minensammlern drin, das weiß ich. Allerdings, okay, da ist noch ein Bohrer. Allerdings ansonsten auch kein, da ist auch noch ein Bohrer. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt hier auf die 50% gehen soll. Ich weiß nicht, ob wir das jemals, oh, das ist Luft, aber ich weiß nicht, ob wir das jemals hinbekommen werden. Aber man kann es ja mal probieren, da drauf zu gehen. Man kann es ja mal probieren. So, ein bisschen schon mal weg. Würde ich fast schon sagen, setz mir König und Königin mal eben hier. Erstmal König. So, du nach da. Du an die Goldmine. Ein bisschen was ist schon weg. Oh, Adlerdef ist erwacht. Ist aber gar nicht mal so schlimm für uns. 27%, 28%. Ja, ist halt die Frage. Machen wir das oder machen wir das nicht? Machen wir, oder? Gehen wir auf die 50%. Machen wir. Dann gehen wir noch da auf die Goldmine. Gehen da noch auf den Sammler. Schicke ich den Warden noch mit. Der kann sich jetzt gleich noch drum kümmern. Der kümmert sich jetzt um den Mauervernichter. Der Mauervernichter, der ist jetzt schon gut dabei. Ja, das läuft doch. 45%. Das sieht gut aus. Oh, jetzt kommt der gegnerische König raus. Aber das macht uns nichts. In dem Mauervernichter habe ich sowieso Loons drin. Ist auch egal. Die werden jetzt noch ein bisschen weitergehen. Jetzt wird das Rathaus gleich irgendwann offen gehen wahrscheinlich. Ja, jetzt ist es schon offen. Wird allerdings nicht zerstört werden. Königin, 49. Oh, das war aber ärgerlich. Nein. Warden. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt kriege ich tatsächlich 49%. Oh, hätte ich vielleicht doch mal ein bisschen besser mich orientieren sollen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, bringt uns nichts für den Bonus, bringt uns aber zumindest 2600 Dunkles, die ich sehr gut gebrauchen kann. Auch für die Saisonbank. Die soll diesmal auf jeden Fall voll werden hier. Ja, das war ein bisschen dumm. Warte mal, wir können ja noch ein bisschen. Ich habe ja gar keinen Baby Dragon. Wir müssen unbedingt, sobald wir mal irgendwie wieder. Warte, diese ganzen Giftzauber, ne? Die gehen mir auch so auf die Eier.
Wir brauchen auf jeden Fall, was brauchen wir? Wir brauchen Elex irgendwann mal, um noch so ein Armeelager, nee, Armeelager nicht, die Kaserne. Wir brauchen das, wir brauchen ja irgendwie mal ein paar neue Trypskis. Baby Dragon brauchen wir noch. Brauche ich noch eine Kaserne übrig? Da habe ich noch einen. Die kostet alle 2,15. Wie viel habe ich noch hier drin? Ist ja noch ein bisschen was drin. Habe ich denn noch was? 3 Tage die Clanburg. Das dauert alles. Also sind im Endeffekt darauf angewiesen, dass wir mal so ein bisschen vorankommen hier. Zauberspenden. Hat hier irgendwer was? Ja, Wutzauber. Irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man irgendwas Gutes haben will, aber das sieht schon mal, spendentechnisch sieht das schon mal ganz gut aus. Was geben wir ihm denn mal? Da muss es auch ein bisschen passen. Wir spenden. Hab ich noch irgendwas? Heilerin. Eine Heilerin und noch einen davon. So, komm, und noch ein Mauervernichter. Müsste passen. So, ist einer von euch in der Ritten? Ich bin zu jung für den Clan. Ich bin erst 1 Jahr alt. Okay, wir werden mal auf jeden Fall einen Trainingstrank einschmeißen. Nein, ich habe keinen mehr. Nein. Doch, da ist noch einer. Ein Glück. So, wir müssen echt noch viel machen. Ich habe 4 Millionen Gold. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen dran ski, damit ich hier noch ein bisschen vorankomme. Alles Punkte, die wir brauchen. Wir brauchen über 2000 Punkte, um das Buch des Bauens zu bekommen. Da ist noch ordentlich was, was wir machen müssen. So, Plan ist jetzt wie folgt. Da schon mal ein bisschen was kaputt machen. Freimachen, damit wir den... Ihn. Er muss weg. Er muss unbedingt weg. War da eine Falle? Jetzt ist auf jeden Fall gleich der Bogenturm weg. Oh, das ist eingemauert. Das sehe ich ja jetzt erst. Ist eingemauert. Ist nicht gut. Kommen wir gar nicht dran, glaube ich, oder? Außer wir machen jetzt wirklich alles kaputt. Also entweder wir machen jetzt alles kaputt oder wir kommen nicht mehr in die Meisterhütte. Aber es ist... Oh, yes, 100%. 100%, das ist schon mal gut. Reicht dann in den meisten Fällen zum Sieg. Oh, wobei. Ihr habt es gerade gesehen. Da war noch irgendwie eine Mine. Nicht, dass meine ganzen Schleichschütze jetzt noch in die Mine reinlaufen. Bitte nicht. Dann wäre es schlecht. Bitte nicht, Leute. Bitte nicht in die Mine reinlaufen. Das wäre ganz schlecht. Aber das sieht gut aus. So, 100%. Ich versuche heute mal das... Normalerweise habe ich die Tastatur vor dem Mikro liegen. Heute habe ich die dahinter liegen. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie viel ich dann jetzt schreiben kann im Chat. Auf jeden Fall kann ich nochmal den Turm anschmeißen für ein paar Gems. Ich will ja ungefähr gucken, dass es immer so in einem... Ja, so 600, 700 haben wir ja jetzt aktuell. Dass es ein bisschen in dem Bereich bleibt. Nein, ich bin zu ungeduldig. Ich bin viel zu ungeduldig. Ich will immer schon weitermachen, wenn das eine noch läuft. Wir haben hier 300.000 von beidem ungefähr, was ja eigentlich schon mal nicht schlecht ist. Wir können irgendwann mal die Kampfmaschine machen, falls jemals mein Lager mal besser wird. Falls ich jemals mein Lager mal hochziehe, das kostet halt alles und ich habe irgendwie ist das immer der Engpass. Das ist immer mein Engpass. Warte mal, Elixier, 510.000. Ich habe aber nur 500.000 Platz. Muss ich hochgehen? 340.000. Okay, wir müssen in der Meisterhütte hoch. Das ist der Knackpunkt. Ich muss mit der Meisterhütte wohl mal hochgehen, so langsam. Ja. Goldlager. 510. Ja, reicht alles nicht. Reicht alles nicht aus. Deswegen würde ich sagen, wir waren auf jeden Fall noch in Angriff. Ist denn hier noch was voll? Okay, 2 Sachen haben wir schon mal. Mauern zerstören. Nee, warte. Zerstöre 250 Gebäude. So, zerstöre 250 Gebäude in Duellen. Ja, dafür ist das Nachtdorf halt gut, ne? Toshti Yoshti, raff. So, da oben opfere ich mal einen. Der kann sich da schon mal ein bisschen was kümmern. Da noch was hin. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, Leute. Jetzt müssen wir ganz, ganz genau aufpassen. Helft mal mit. Da ist der Wachposten. Der hat allerdings ja nur... Oh nein, nein, da war eine Mine. Der hatte nur 2 Leute da drin. Da ist auch ein bestimmter... Ja, genau. Ist da noch irgendwo was? Machen wir das mal eben weg. Wachposten, ja, der muss natürlich weg. Als ob da jetzt nicht noch eine Mine hinter ist oder so. Aber ist nicht. Da können wir jetzt ja... Nein, nicht da drauf. Leute, ihr sollt nicht da drauf gehen. Ihr sollt auf den, genau, ihr sollt auf den Zerschmetterer gehen. Ganz genau, Leute. Ihr sollt auf den Zerschmetterer gehen. Auf nichts anderes. Und jetzt auf die Meisterhütte, bitte, damit wir den 2. Stern bekommen. Und damit wir gewinnen. Damit wir gewinnen, damit wir den Bonus bekommen. Damit wir den Duellbonus bekommen. Das ist doch der Sinn der Sache. Ja, aber die verteilen sich jetzt alle auf die Gebäude.
Wenn die mal an einem Strang ziehen würden und auf ein Gebäude schießen würden, dann wäre das viel besser. Denn so. Komm, hol dir noch das Gebäude. Yes, 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 yes. 70%. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall noch die Luftbomben kriegen wir noch. Dann sind wir bei über 70%. Ah, ich weiß halt hier nie, ob es reicht. Das weißt du halt hier wirklich nie. Und ich will auf jeden Fall gleich noch einen richtigen Angriff machen. Denn wir müssen den Sternenbonus holen. Das ist auch wichtig. Komm, hau rein. Wir gucken auch gleich mal, wie die CWL läuft. CWL ist am letzten Tag. Wir steigen auf, was schon mal sehr gut ist. Yes, gewonnen. So, Meisterhüte verbessern. Ja, bitteschön. Ein Tag, 16 Stunden. Das dauert ja, das geht ja voll schnell. Das geht ja mal richtig schnell. So, Trypskis sind auch fertig. Auch fertig, auch fertig, auch fertig, auch fertig. Ja, das läuft. So, CWL. Sieht gut aus. Steigen wir auf. Steigen wir locker auf. Das ist schon mal gut. Bonus habe ich gekriegt. Ja, dann können wir jetzt ja in aller Ruhe noch angreifen. Es sind noch ein paar Sachen, die natürlich noch frei sind, ne? Also Zauberspenden ist fast fertig. Aber es fordert auch keiner was an. Es fordert auch keiner etwas an. Deswegen machen wir jetzt einen kurzen Cut. Greifen. Na komm, den nehmen wir einfach mal mit. Easy 3 Sterne. Muss auch mal sein. Easy 3 Sterne müssen wir auch mal mitnehmen. Wo ist der zweite Luftträger? Da vorne. Da ist noch mal, warte mal. Nur mal ganz einfach. Kloppen da drauf. Freezen. Okay. Ein Sternrad aus 12, wie süß. Ein Sternrad aus 12. Ich rate mal allen Leuten, wenn ihr Rad aus 12 geht, macht das Rathaus auf Maximum. Macht's auf Maximum. Wirklich. Wenn ihr hochgeht auf Rathaus 12, holt euch den Gigatesla. Der Gigatesla macht so viel aus. Es ist unglaublich. Oh, wir kriegen ja hier wahrscheinlich sogar noch die Adlerdev. Das ist, will ich natürlich auch ganz gerne haben. Ja, die Queen werden wir mal eben vergiften. Wir sind ja böse. Wir sind ja ganz böse. Ja, Queen vergiftet. Jetzt nochmal einen Wutzauber da drauf. Ich kann auch ordentlich was freezen. Das muss ich auch tun. Viermal Tesla nebeneinander. Sollte man auch nicht machen. Ich muss mal irgendwann nochmal eine Folge machen. Was man nicht in Clash of... Also, soll ich mal eine Folge machen? Was man nicht in Clash of Clans tun sollte. Das sind einfach... Das muss ich echt mal wieder machen. Einige Sachen haben sich ja geändert. Einige Sachen sind neu dazugekommen. Einige Sachen sind einfach gleich geblieben von Sachen, die man nicht tun sollte in Clash of Clans. Was man nicht tun sollte. Minen und Sammler nebeneinander stellen. Dann, falls jemand mit Farmtruppen angreift, kriegt er dich sofort. Man sollte die Mauer nicht vernachlässigen. Man sollte vor allem nicht zu viele Verteidigungsgebäude gedrängt auf einen Fleck packen. Zumindest auch nicht des gleichen Typs. Ganz extremes Beispiel. Du packst alle Luftabwehren nebeneinander. Direkt nebeneinander. So, komme ich mit meinen Loons an, setze mal einen Freeze drauf. Sind deine Luftabwehren, sagt man das so? Luftabwehrverteidigungsgebäude. Sind die Luftabwehrverteidigungsgebäude alle kaputt? Und dann hast du den Salat. Damit ist natürlich auch keinem geholfen. Deswegen, so ein paar, wenn ich das mal machen sollte, da, es ist schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. Ist, glaube ich, schon sogar 2, 3, 4 Jahre her, dass da mal eine Folge zu kam. 5 Dinge in Clash of Clans, die du nicht tun solltest. Und dann vielleicht 5 Dinge in Clash of Clans, die du tun solltest. Gibt's auch eine Liste. Also, wenn ich das mal machen soll, schreibt's mal gerne in die Kommentare. Wir können auf jeden Fall noch einen Angriff machen, würde ich sagen. Ja. Oh, wir haben jetzt 3 von 4 Sternen Boni. Haben wir. Truppen gespendet haben wir noch nicht. Truppen gesetzt haben wir auch noch nicht genug. Sind bei 1200. Boah, das gibt 400 Punkte. Sind wir bei 1600. Sind wir bei 1700. Sind wir bei 1800. Sind wir bei 2000. Sind wir bei... Okay, das reicht dann. Dann wird's reichen. Komm, bitte. Ich muss spenden. Warum fragen alle immer, ob er aufnimmt? Fred, nimmst du auf? Mach halt. Forder halt an. Ich muss Zauber spenden und Loons auch. Alles. Ich muss alles spenden. Aber hauptsächlich erstmal Zauber. Und im Labor könnten wir, im Sternenlabor, könnten wir gleich was machen? Ich habe jetzt einfach mal schon mal hier, ich habe einfach schon mal hier einen Angriff gestartet. Gleiche Spielchen wie eben. Wir versuchen, den guten alten Zerschmetterer kaputt zu machen. Unseren guten alten Freund, den Zerschmetterer. Das sieht aber gut aus. Jetzt halt die Frage. Hat er irgendwo noch eine Bombe, eine Mine? Also, es ist ja eine Mine. Es ist ja eine böse Mine. Bitte nicht. Da habe ich gerade irgendwas gesehen.
No, 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 no. No, 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 no. Sieht gut aus. Ja, heute läuft. Heute läuft. Heute läuft's doch. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Aber zumindest teilweise läuft's. Mit etwas Glück kriege ich da vielleicht noch sogar das Goldlager. Ne, die gehen da drauf. Oh, sind noch durch die Gegend geflogen, 64%. Ja, das ist jetzt tricky. In den Regionen, wo wir uns jetzt hier befinden, sind 64% wenig. Wirklich, das ist jetzt wirklich tricky. Lieber Gopurkoi, bitte, bitte. Ich habe gerade meine Finger gekreuzt, bitte nicht. Nein, Gopur. Oh, yes, Gopur. Ja, guter Mann. Guter Mann. Guter Gopur. So. Ach komm, ey, haut doch mal ein bisschen. Ich muss doch spenden, Leute. Go, 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 go. Go, 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 go. Den Mikro gucken, spenden. Go, go, go. Papi muss spenden. Papi muss Zeugs loswerden. Ganz dringend. Papi muss ganz dringend spenden. Anfordern? Kann ich noch nicht. Wir machen auf jeden Fall noch einen Angriff. Warte mal, den kann ich noch da versetzen ein bisschen. 3, 2, 1, Cut. Okay, das ist nochmal ordentlich Loot. Wir müssen den Sternbonus irgendwann müssen wir nochmal holen, ne? Klar, für die Quest. Aber jetzt erst einmal kümmern wir uns nur um alles hier. Ah, um das. Ich habe auch noch keinen gesehen heute, der noch Geschenke hatte. Oh, bitte Supercell. Mach das doch mal so, dass man auf die Geschenke draufklicken kann, ey. Dass man da draufklicken kann und dass die nicht sofort weg sind. Das ist so scheiße. Entschuldigt bitte die Wortwahl, aber es ist in diesem Fall ist das wirklich gerechtfertigt. Warte mal, wo sind die Feger? Feger sind mittig. Es ist echt blöd, wirklich. Es regt mich auch echt auf. Muss ich sagen, das regt mich auch wirklich auf. So, meine kleinen Freunde, ihr geht jetzt mal nach da. Kümmert euch schon mal ein bisschen um... Nein, na okay. Sie haben sich aufgeteilt, ist aber okay. Sich aufgeteilt, kümmert sich schon mal um ein bisschen was. Wir haben noch einen Felsenwerfer. Der geht nach oben. Ja. Der geht auf jeden Fall nach oben. Drache 1, Drache 2. Ihr kümmert euch jetzt einzig und alleine darum. Wir können das ja mal machen. Da wird gleich auf jeden Fall der Wutzauber zum Einsatz kommen. Diesmal keine 49%, bitte. Diesmal nicht. Diesmal keine 49%. No. Diesmal nicht. Komm, hau rein. Hau rein, Kollege, hau rein. Ja, jetzt geht er offen. Jetzt kommen die da raus. Okay, diesmal nicht Team 49%. Nein. Diesmal nicht. So, da ist noch eine Goldmine. Wir können da noch die beiden Drachen setzen. Die Adler-Dev ist ja sowieso nicht in Betrieb. Bedeutet, ich kann den Warden gleich noch zünden. Das ist ja das, was ich will. Ey, Warden! Nicht wieder wegfliegen, bitte. Bitte, Warden. Ja, genau, danke. Nicht wieder... Böser Warden, nicht wieder weg. Das ist ganz blöd, was du gerade tust. Der Warden, der kümmert sich immer um einen einzigen Drachen, wenn noch so 3-4 Drachen daneben herfliegen. Das ist einfach nur komplett Banane. Da sehe ich noch einen Sammler. Ich sehe noch ein bisschen Dunkles. Wo ich stehe noch? Da ist noch Dunkles. Dann bedeutet das wohl, wir setzen da erstmal den König hin. Und hoffen, dass der König da durchkommt, aber schafft er nicht. Wir haben die 62% geholt. Oh, vielleicht schafft er es doch. Ich muss ja nur noch da an das Elixier drankommen. Na, schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ansonsten will ich das Dunkle eigentlich auch noch haben. Oh, wir müssen uns entscheiden, glaube ich. Ja, wir müssen uns entscheiden. Dann entscheide ich mich für das Elixier. Kümmern wir uns mal eben drum und aufgeben. Guter Loot. Oh, guter Loot. Truppen haben wir auch genug gesetzt. Noch, es reicht noch nicht. 1200, ich bleib dran. Boah, wenn wir die alle haben. Das ist ja nicht mehr viel. Wenn wir die alle haben, dann... Kriege ich 850 noch? Ich hätte das eben gar nicht zusammenzählen müssen. Das steht ja drüber. Ich bin so blöd. Habe ich noch schön zusammengezählt. Dann sind wir da auf dem Weg Richtung Buch des Bauens. Ich denke mal morgen. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ich denke mal morgen ist es soweit. Morgen können wir Rathaus 13 begrüßen. Wäre cool. Hier ist auch noch einiges zu tun. Aber ich habe jetzt auch mal wieder noch ein bisschen Dunkles in der Hinterhand. Zumindest zum Beispiel für die Valkyrie oder so. Müssen wir mal gucken. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns später wieder. Guckt gerne in die Beschreibung, abonniert den Kanal und denkt dran, 5 Dinge in Clash of Clans, die ihr nicht tun solltet. Wenn ich es machen soll, schreibt es in die Kommentare. Bis später. Tschüss.